Der Soccer Lounge mit der Basel-Legende, mit dem Massimo Ceccheroni. Und auch er wird drei Fragen aus unserem Fragebuch über sich dürfen lassen ergehen. Ich glaube, allzu schlimm sind sie eigentlich nicht, Massimo. Erste Thematik ist, wie sie arbeiten. Sind sie bei ihren Arbeitskollegen beliebt? Spontan würde ich ja sagen. Ja. Im Trainerbüro. Wie? Im Trainerbüro. Im Trainerbüro. Im Trainerbüro. Im Trainerbüro. Schon, ja, sehr, ja, wir haben eine sehr offene, wie soll ich sagen, eine offene Kommunikation. Die Probleme werden sofort angesprochen. Mhm. Gibt es Probleme zu Basel nicht, oder? Doch, es gibt also die alltäglichen Probleme, die in allen Betrieben stattfinden. Also die haben wir doch auch. Das macht, ja, macht mich unglaublich menschlich. Also die Probleme. Reisen. Ihr schlimmstes Reiseerlebnis? Ich bin relativ viel gereist, aber ich habe nie wirklich schlimme Sachen erlebt. Einmal als FCB-Spieler, wo wir ein UIC-Spiel hatten, da mussten wir auf Russland gehen und dann sind wir von Moskau auf Volgograd geflogen. Inlandflug Russland ist das Schlimmste, was es gibt. Also, ja, dort habe ich gemeint, ich stürze ab. Aber alte wir haben Maschine, überlebt. Oder was? Eine alte Maschine und hat gestunken und hat geraucht. Und die Piloten waren, glaube ich, alkoholisiert gewesen. Aber sie sind gut runtergekommen. Gut, wenn du das nicht darfst als Pilot. Letzte Fragen. Wann haben Sie zuletzt geweint? Es war gerade erst kürzer gewesen, ein Film, den ich gesehen habe im Fernsehen. Wie ein Schlosshund gekühlt. Ich weiß nicht genau, was es war. Richtig, ja. Der Massimo Ceccheroni. Ja, ja. Yeah. Also, aber das macht unglaublich menschlich, oder? Marco ist einer, der rennt nie. Dem spiele die schönsten romantischen Filme los und der rennt einfach nie. Steher. Steher. So sind sie die Platten. The Soccer Lounge, presented by Raiffeisen, every Monday at 7 p.m. on sportlhd.com.